Willkommen zurück. Wie immer, willkommen zurück bei mir, PP. House of Sky MK3 konnte wieder nicht erstanden werden. Wir brauchen bei NMC noch ein bisschen Einfluss, also Einfluss sammeln, Aufgabe wählen, PTNI, Hauptquartier. Geht da was? Einmal. Du auch. Und bei den Teladi kann man die, der andere, der kann versuchen. Bei den Teladi die Weiher noch mal zu besorgen. Wo waren wir vorhin bei Sirius Bux? So, haben wir es probiert. Oh ja, die hat jetzt schon über die Hälfte Chance. Also ich denke mal, ja, vielleicht jetzt schon, spätestens im dritten Versuch müssten wir es dann eigentlich endlich bekommen. Kommando akzeptiert. Okay, nichtsdestotrotz gehen uns schon wieder die Agenten zur Neige. Also das ist so ein ewiges Ding. Ständig auf der Suche nach Agenten. Sie sprechen mit dem Auto. Sie akzeptieren Sie. Bringen Sie ein Schiff zurück? Nein, habe ich noch genügend Energiezellen? Ja. Ja. Habe ich noch. Wo sind wir denn gerade? Strand der Ewigkeit. Glücksplaneten habe. Lohnt sich nicht so wirklich. Röcks Vermächtnis, da können wir reinspringen. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Erreiche Röcks Vermächtnis. So, gibt es denn hier was Interessantes? Mal Erzmine Gamma, Gefechtskopf. Gefechtskopffabrik. Alpha. Da schauen wir doch mal. Sie sprechen, was wir das brauchen. 3000 Bofu, das kann ich dir leider nicht liefern. Hier haben wir noch einen Kill-Auftrag. Vielleicht gibt das einen Agenten. So, jetzt müsste die Ariadne mittlerweile beim Zerlegen Sie sein. Sprechen mit dir, das. Ach, schon wieder, das ist so die dritte oder vierte Verteidigungsaufgabe, wo es keinen Agenten gibt. Wir fliegen weiter nach Breiter Graben. Osttor ist da hinten. Genau, die Ariadne müsste doch jetzt im Zerlegemodus sein. Nein, die Viper dauert noch 2 Minuten. Bin gespannt, wie lange nämlich die braucht, bis sie zerlegt ist. Überlegt mal, wir haben noch den Zeus, den Megalodon und die Odyssee und die Agamemnon zu zerlegen. Hey, das sind Ingame-Tage, die da noch ins Land gehen, bis die zerlegt sind. Das sind ja fast schon Tage im realen Leben. Also wenn man es ohne Sinser laufen würde, lassen würde, ja sowieso, da ist die Zeit ja gleich. Erreiche Breiter Graben. So. Sie sprechen mit dem... Wie können wir Ihnen helfen? Wir zeigen Ihnen die Preise und was es kostet. Hier sind wir alle feindlich gesinnt, echt. Na gut, die Traumfabriken brauche ich nicht unbedingt, aber die Glückspaläste. Das sind wahrscheinlich die in den Piratensektoren da drüben, ja. Produktionskomplex. Schwerer Schild. Alpha. So, ich sollte auch noch die Flammschleuder schmieden. Sie sprechen mit dem Automatismus. Nicht die schmieden, sondern die Flammschleudern an sich sollte ich auch noch zum Hauptquartier fliegen. Wir fragen noch kurz hier am militärischen Außenposten nach und dann kümmere ich mich da drum. Denn ich habe immer noch auf meinem Zettel die Waffenausstattung des Mammuts drauf. Dem wollten wir ursprünglich mal eine Flammschleuder rechts und links einbauen, glaube ich. Wir hatten aber nie welche damals. Wir haben es nie gemacht. Sie die Entdeckergilde ist zum ersten Mal heute da. Bitte wählen Sie eine Belohnung für Ihre Entdeckungspunkte. Wir nehmen die Entdeckungsinformation. Ich nehme schon mal meinen schlauen Zettel zur Hand. Ich habe ganz unten noch eine Zeile frei, dann brauche ich schon die Würde. Wobei, ne, ich habe weiter oben, muss ich noch zwischendrin schreiben. So. Balachis Freude, ja gut, das habe ich. Das habe ich schon. Schade.
Ich sollte sie jetzt mal abgrasen, da ich weiß, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Schon mal. Sie sprechen. Okay, was wollte ich denn jetzt gerade machen? Verdammt. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Flammenschleuderschmiede. Wie groß ist denn die Waffe? XL. Okay, und das Plasmastromgenerator, der hat nur S, den könnte man relativ leicht tun. Also XL. Dann schauen wir mal, was denn hier rumsteht, was wir kurz zweckentfremden könnten. Gut, hier steht noch so ein Piratenschiff rum, das noch ungenutzt ist. Dann flieg doch du. Moment, hast du zufälligerweise? Du hast schon. Ja, ein Kommando, Navigation, springe und fliege zur Station. Flammenkomplex. Andockerlaubnis erteilt. Genau, und dann fliegst du dahin, holst dir die Dinger ab und bringst sie ins Hauptquartier. Dann kann ich die nämlich direkt in die Mammuts einbauen, sobald die dann in 3 Stunden fertig sind. Mein Schiff, ich glaube ja. Nein, doch nicht. Ich kann keine Flammenschleudern tragen. Ja, wäre eine nette Waffe gewesen. Definitiv. Aber ich kann sie nicht tragen. Moment, jetzt habe ich gar. Jetzt muss ich mal gerade mal schauen. Schon lange nicht mehr geschaut. Meine Händler sehen gut aus. Ja, es sind alles Universumshändler. Und meine. Oh, ein inaktiver. Achso, den habe ich ja an Bord. Oh, hier sind 2 frei. Am 4 hat er bekommen. Krass. Finde es übrigens auch ein bisschen bescheuert, dass hier jetzt nicht die Werte angezeigt werden. Also, dass hier die Werte nicht angezeigt werden, sondern nur, wenn ich an der Station angedockt bin und den Typi dann rechts oder rüber transferieren will, dass dann die Werte angezeigt werden. Dann holen wir die beiden doch einfach mal kurz ab. Liegen auch in die Kamera rein. Holen die beiden ab und liefern den anderen ab. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Plasmastromgenerator gegen die Karg. Aber muss ich immer so nah ranfliegen. Wir haben ja kaum Reichweite. Also ich werde irgendwann, aber das ist wirklich erstmal in ferner Zukunft. Da habe ich noch so viel anderes zu tun. Werde ich die Waffen von der Maru mal umbauen, aber nicht alle. Weil immerhin habe ich ja extra einen Komplex gebaut, um Munition für den Kollegen hier zu besorgen. Wenn ich die jetzt ausbaue, dann ist der Komplex von Arsch, weil verkaufen kann ich das Zeug auch nicht, weil ich mit den Terranern ja einen Scheißruf habe. Also muss ich ja quasi, um diesen Komplex zu rechtfertigen, die Waffen auch benutzen. Aber vielleicht so 1, 2 andere Waffen schaden mit sich. Aber jetzt gerade nicht. Willkommen zu Hause an Bord. Also Passagier. Handelsnetzwerk hergestellt. Und euch zwei. Ja, der hat Kampf 50, der Kampf 72 hat er bekommen. Ingenieurwesen zwar nur 1. Ist insgesamt deutlich besser. Der Argone wie der Borone. Der Borone ist irgendwie nicht so das helle Köpfchen gewesen. 1, 10 und 2. Und der hat 1, 12 und 12. Marineinfanterist, Marineinfanterist. Dann holen wir dich euch mal ab. Autopilot deaktiviert. Wir bringen euch doch gerade mal 1 weiter. Schwarze Sonne bitte. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Bringen euch eine Ausbildungseinrichtung weiter. Erreiche schwarze Sonne. Nach dem Urlaub folgt jetzt die Ausbildung. Militärische Außenposten. Wassertraining mit ein paar Wasserpistolen noch ausrichten kann. Nee, Kampf 72, das ist echt geil. Wenn ich den jetzt hochlevel auf 5 Sterne in allen anderen Kategorien, dann ist das ein, bevor er das allererste Mal eingesetzt wird, hat er dann schon 4 Sterne im Kampf. So, du darfst jetzt erstmal alles trainieren und du darfst auch alles trainieren. So. Währenddessen, die sind alle im Training. Das war auch einer, den wir, glaube ich, ausgebildet haben in unserem Ding. Der hat immerhin Kampf 64, glaube ich, auch nicht so schlecht. An Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen. Kommen.
Und das war auch einer aus unserer Einrichtung. Und die haben wir jetzt gerade ausgeliefert. So langsam kommt meine, die haben alle Kampf total schlecht, die brauche ich gar nicht anwerben hier. Das ist ja eine Oberpfeife. 15.250 soll 99.000 immer noch kosten. Hey. Was hat denn der gemacht? Der hat auch die ganze Zeit nur geschlafen während der Grundausbildung, glaube ich. Nee, also unsere Marineinfanterist-Pool, der steigt so langsam. Wie gesagt, einen voll ausgebildeten haben wir an Bord. Wenn wir ein paar haben, dann werden wir. Ich habe es ja schon vor gefühlt Jahren angekündigt, aber dann werden wir tatsächlich auch mal ein bisschen was entern. Zumindest so ein paar kleine Schiffe. Aber noch lassen wir sie ausbilden. So. Soll auch die Raumfliegenfarm mal in Betrieb nehmen. Ich bräuchte drei Schiffe dafür. Eins haben wir ja, das haben wir gerade eben aber in Benutzung. Gut, jetzt dauert es eh erstmal 6 Stunden, aber trotzdem, ich kann ja schon mal. Warum? Warum sind jetzt hier vier Angreiferdrohnen in Produktion? Wer hat denn die Bef Wer hat die beauftragt? Das muss doch irgendein Stationsmanager gewesen sein. Und es ist nur noch ein, es ist kein Mammut mehr da. Ich habe doch zwei Mammuts beauftragt, nicht nur einen. Das war dann letztes schon, also als ich offline gespielt habe, war das schon so merkwürdig. Bettler befinden sich an Bord Da dieser waren Fabrik. plötzlich, Bitte unterstützen Sie diese professionellen Bettler nicht. ich weiß es jetzt nicht mehr Wenn ganz Sie genau, Credits aber ich übrig glaube, haben, geben Sie diese an glaub, einen ein der angetragenen Falke-Angreifer und ein Perseus oder Tätigkeitsorganisationen. sowas war plötzlich in der Produktionsschleife drin. Ich habe die nicht rein. Das muss irgendein Stationsmanager beauftragt haben, aber ich frage mich, warum. Also ich sehe jetzt auch, dass wir momentan keine Computerkomponenten mehr haben. Hoffe, du hast die ausgeschickt. Computerkomponenten, okay, alles klar. Du hast ihn ausgeschickt. Ja, ich lasse die mal in der Produktionsschleife einfach nur. Moment. Nee, dazu will ich aber mal kurz wissen, wie lange brauchen die denn? 17 Minuten pro Stück und dann 4 Stück sollen dann produziert werden. Aber warum ist nur noch ein Mammut da? Ich verstehe es nicht. Ich wollte auch noch ein paar Piratenschiffe bauen. Mindestens drei. So, dann bauen wir halt jetzt noch hinten dran noch ein. Gut. Okay, Energiezellen fehlen auch. Moment, jetzt fällt mir gerade was ein. Wie gut sind denn die? Okay. Die sind 420 schnell. Können nur 280 Einheiten laden, aber sind natürlich bombenschnell, aber können nicht springen. Also doch, sie könnten springen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich einfach ein paar Drohnen als Einkäufer losschicke. Die kaufen zwar keine Riesenmengen ein, aber sind dafür halt sehr schnell. Aber auf der anderen Seite, ob die Schnelligkeit einen Fehler in Sprungantrieb ausgleicht, weil wenn ich da einen Sprungantrieb einbaue, dann ist es ja noch weniger Ladevolumen vorhanden, weil sie ja die Energiezellen zum Achtung! Springen brauchen. Wichtige Durchsage. Wegen einer Bombendrohung muss die Touristensektion der Würde Station echt sofort interessieren, wer geräumt das werden. beauftragt hat. Bitte befolgen Sie die An. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie rauskriegen kann, wer sowas beauftragt. Also irgendein Stationsmanager war es, aber warum, wieso und weshalb? So. Irgendwie macht der Raketenkomplex gefühlt gar nicht mehr so viel Kohle. Feuerfalter-Rakete wird auch nicht mehr verkauft. Die Morgenstern-Rakete wird nicht mehr verkauft. Die gar wahrscheinlich. Muss wahrscheinlich hier schon wieder. Ich dem jetzt wieder sage, das Kommando wieder gibt, das ist das alte Problem vom letzten Mal. Verkaufe Ware, Kommando Morgenstern und schon fliegt er akzeptiert. los und findet eine Route. So, zack, Route gefunden, militärischer Außenposten.
Tomahawk war gerade nichts da. Streitermotorpedo war da. Schwierig. Feuerfalterraketen. Wie schaut es denn da aus? Ich verkaufe Feuerfalter. Standard schwarze Sonne. Nach Hause zurückkehren. Warum? Bist du es nicht losgeworden oder was? Scheint so. Der fliegt Argon-Ausrüstungsstock an. Naja. Ist vielleicht ein bisschen Optimierungsbedarf da. Ich weiß gerade auch nicht so recht. Gerade ist nirgends richtig viel Geld da. Ich habe halt zu viel Geld ausgegeben die letzten Liebe Eltern, Folgen. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder. Luftschleusen sind kein geeigneter Spielplatz. 86 Millionen haben wir selber so. Aber wir können mal hier reinschauen. So, der verhandelt immer noch über die Bausoftware MK2. Aber hier kann ich den Jobro schicken wir los. Dann ist der halt auch weg. Wir sind hier gerade eh unterwegs. Versuch's nochmal mit der Dreier. Oh, schon zwei Raster voll. Kommando akzeptiert. Draußen steigen. Eine Teladie haben wir gar nicht genügend Einfluss. Dann sammel du mal bitte noch ein bisschen Einfluss bei den Teladi. Kommando akzeptiert. Damit wir noch einen Versuch haben, falls das jetzt schief läuft. So, okay. Autopilot deaktiviert. Wir fragen jetzt mal. Oh, hier ist ein Kuh. Kahuna Presse, M. Zeta. Wir streifen mal wieder die Xenon. Also momentan habe ich keine Lust, mich mit dem Kuh anzulegen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Mega-Gefahr ist. Sie sprechen mit dem Automat. Gibt es endlich? Sind Sie an dem Job? Sie sprechen mit dem Automat. Was soll's sein? Ich muss mich jetzt erstmal um Agenten kümmern. Ich kann mich jetzt nicht in sinnlose Scharmützel stürzen. Kahuna Presse, M. Alpha. Gut, sinnlos sind sie gegen die Xenonie. Sie sprechen mit dem Auto. Wasser, schön, verschlüssele jetzt. Aber die Sektorwache kann hier ruhig auch mal was machen. Wo ist denn das hier? Überhaupt Sektorwache da? Ja, ein schwerer Centaur ist da. Der legt sich gerade mit denen an. Okay, die Kleinen müsste er wegkriegen, aber gegen das Kuh. 7% Schilde hat er noch. Wie gesagt, die Kleinen, die müsste er platt machen können. Macht er auch. Eine L ist fast tot. Alle L's sind zumindest schon mal beschädigt, aber das Q, das macht den halt platt normalerweise. Gut, es ist nicht mein Problem. Solange der militärische Außenposten nicht plötzlich angegriffen und zerstört wird und mir ja, fällt mir gerade ein. Eigentlich ja schon ein Spiel mit dem Feuer hier. Sollten die Xenon tatsächlich mal in den Sektor einfallen und den militärischen Außenposten ausradieren, wären alle meine Marines weg. Vielleicht sollte ich mir überlegen, sie doch in einem anderen militärischen Posten ausbilden zu lassen. Nicht, dass hier mal ein Super-GAU passiert. Erreiche Schatzkammer. So, was bietet mir denn die Schatzkammer an? Erzmine, M, Alpha. Oder meint ihr, das passiert nicht, weil vorher die KI reagieren würde und entsprechend viel Schiffe reinschickt? Sie sprechen mit dem Auto. Wie können wir sind? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Nee, haben wir nicht. Freie Argon-Handelsstation. Weiß ich, vielleicht reagiert die KI da anders, wenn ein militärischer Außenposten angegriffen wird, dass sie sagen, das ist eine militärische Einrichtung, die wird aufs Bitterste verteidigt und es springen plötzlich ein paar große Schiffe sie rein und so, räumen da ein bisschen auf. Oder die Xenon fangen gar nicht erst an, die Station anzugreifen, Kahuna-Presse, L, Alpha.
Es war, glaube ich, nicht in diesem Spielstand, ich bin mir nicht mehr sicher, aber oftmals waren in Schwarze Sonne ja auch ein paar große, oh, 10 Millionen Auftrag, ja, ein paar große Pötte von den Xenon zugange und die haben eigentlich selten die Station angegriffen, wenn überhaupt. Die haben immer nur die Schiffe drangsaliert. Dockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten. Autopilot deaktiviert. Zum Glück waren wir nicht gerade da, dann fliegen wir halt zurück. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ah, für 10 Millionen fliege ich auch wieder zurück. Erreiche Schwarze Sonne. Kahuna Presse. M. Alpha. Okay, der Centaur ist weg. Und das Q verfolgt mich. Ich fliege eindeutig mir hinterher, oder? Also das ist natürlich jetzt wiederum eine Situation, die kann ich mir natürlich so nicht gefallen lassen. Wenn die mich tatsächlich verfolgen, dann muss ich mich natürlich auch verteidigen. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten. Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. So, ich bleib mal kurz stehen. Schau mal. Nee, die verfolgen mich doch nicht. Okay, sie verfolgen mich. Militärische Außenposten. Dann muss ich mich auch nicht einmischen. Aber der militärische Außenposten hat mittlerweile eine Aufgabe bekommen. Oh, hier ist viel von mir los. Was ist los? 3 Schiffe. Erzmineverkauf, Raketenfabrikverkauf, Waffenkomplexverkauf. Schön, schön. Da fliegen 200 E-Zellen. Ja, tatsächlich. Ah, da oben. Oh Gott, da muss ich extra da hochfliegen. Ich gerade in die andere Richtung. Sie sprechen mit dem Automat. Was als? Wie glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Töten Sie alle Xenon. Schütze militärischen Außenposten. Sie sprechen mit dem kein Agent. Willkommen. Bitte wählen Sie eine Belohnung. Die Argon Militäranlage hat ja auch noch was dahin. Vielleicht bieten die was Nettes an. Raketenfabrik Morgenstern. Alpha. Nee, die war Sie sicher, sprechen mit dem Obersort. Ich lade. Nee. Hier, dich. Argon Militäranlage. Okay, mittlerweile ist ein Kolossus reingesprungen. Hier soll ich echt ein paar Drohnen. Patronen irgendwie platzieren, die ständig rumfliegen und diesen ganzen Stuff einsammeln, weil hier in diesen Sektoren bleibt ja immer wieder was liegen. Sie sprechen mit dem Automatik. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfe? Super Scandard. Jetzt hat er nicht die Anlage nochmal zu bieten. Ohne Fleischblöcke und erweiterte Satelliten, natürlich. Das bietet man immer in einer Militäranlage an. Als ob. Die E-Zellen hole ich mir nicht. Da muss ich zu großen Umweg machen. Fliegen einen Sektor weiter in den Süden und schauen mal, was da los ist. Um Gottes Willen, was war das? Ich scheine niemanden gerammt zu haben, aber irgendwie kam ein Explosionsgeräusch. Und meine Schilde sind bei 100%. Sehr mysteriös. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas? Schön, sind Sie an dem Job. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Was? Ich übermittle jetzt die angeforderten. Okay. Dann brauchen wir mal wieder unseren Ortolan. Hier gibt es mal wieder einen Agenten. Kommando akzeptiert. Aber einen Agenten über einen Kampf habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr bekommen. Heute glaube ich noch keinen einzigen.
Die 200 E-Zellen lagen direkt vor dem Nordtor, deswegen bin ich da nicht hochgeflogen. Oder meinst du hier? Ach, du meinst das Zeug hier? Nee, das liegt nicht direkt vorm Tor. Also ich scheine niemanden gerammt zu haben. Und wenn, dann müsste es ein M5 gewesen sein, das meine Schilde nicht mal angekratzt hat. Also die Explosion war gerade sehr mysteriös. So. Du meinst, da kam der Knall her? Hat sich aber so nah angehört, also wie gesagt, als wäre ich selber gewesen. Andockvorgang erfolgreich. Ich bin jetzt sicher an Bord. Piratenbasis, okay. Bitte zu meinem Ziel bringen. Ich weiß nicht, wo die ist. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ein Borone, der mich zur Piratenbasis schickt? Und mir dafür einen Agent gibt. Interessant. Okay. Das Westtor wäre der kürzere Weg gewesen. Ja, natürlich, ein paar Macken hat das Spiel immer noch, das ist schon richtig. Was ist da rot? Achso, ein paar Piraten. Aber hier können wir doch hoffentlich andocken. Ja. Andockvorgang erfolgt. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. So, ein Achter. Ja, endlich. Endlich hat sich das mal gelohnt. Ach, Moment, ah, Pause auf der MK2 wurde. Sehr schön. So 3 Millionen, ja, kommen, gib her. Software MK2 verfügbar. Wunderbar, jetzt haben wir die 1, haben wir die 2, jetzt brauchen wir nur noch eben die 3. Und die 3 müssen wir bei NMC noch ein bisschen Einfluss sammeln. Kommando einmal akzeptiert. Dich auch, dann bist du zwar weg, aber das ist ja nicht so schlimm. Kommando akzeptiert. Ja, okay, das ist die logische Erklärung vermutlich, dass es einfach nur ein Bug war. Dass ich mit der Explosion gar nichts zu tun hatte, sondern das sah, ja, das ist irgendwie so zufälligerweise gespawnt in dem Moment. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. So, hat sich hier was großartig getan? Ja, die Terracorp, die mag uns wieder etwas lieber. Wir sind immerhin nur noch auf 1 rot. Warum, kann ich gar nicht sagen. Haben wir gerade für die Büronen einen Auftrag wahrscheinlich gemacht. Ja, ist ja gut. So, was macht denn eigentlich mein Rest? Erzmine Beta blinkt, weil sie mal wieder keine Energiezellen hat. Gell? Ja. Wo ist das Einkaufsschiff? Ich hoffe, Ware zum besten Preis, Suche nach Handelsrouten. Saft? 5 Sprünge. Muss ich etwa auf 14 hochgehen oder was? Was ist da los? Neuer Preis ausgewählt. Tatsächlich. Die Sonnenkraftwerke in der Umgebung sind leer gekauft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber öfter mal was Neues. Gut, der hat 20 Millionen. Piraten könnten mal wieder einkaufen kommen hier. Alex, danke dir fürs Zusehen. Wir sehen uns und ich finde auch endlich mal Zeit, oder wir finden endlich mal zueinander, dass wir mal ein bisschen quatschen können. Also. Ich wünsche dir gute Nacht, schönen Sonntag. Ciao. So, okay, der ist auch schon voll ausgebildet. Wie gut. Bist du. Ach,
So kann ich ihn nicht angucken, oder was? Kann ich ihn so angucken? Nein. Okay, dann muss ich wieder andocken. Aber er hat einen Stern. Das bedeutet, er hat auch sehr viel Kampfrang, glaube ich. Der müsste sehr viel Kampfrang haben. So, wie weit ist unser Mammut? 2 Stunden 16. Okay, wir sind viel zu selten im Zinsergrad. Wie sieht es mit der Demontage aus? Hier, die Ariadne braucht insgesamt 3 Stunden 51. Okay, es geht ja sogar. Wenn ich das mit dem Peterano dann vergleiche, der ja 10 Stunden gebraucht hat. Moment, wir können hier gerade mal fragen. Jägerpiloten gesucht. Danke, machen wir nicht. Aber im Handelshafen. Okay. Ich hatte gerade vergessen, dass ich ja im Ottoladen sitze. Da brauche ich ja gar keine Kampfmission annehmen. Wo ist denn mein hier? Gell? Nee. Hier. Hier ist er. Dann springen wir doch da gerade mal wieder zurück. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Dann wechseln wir das Schiff und. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Erreiche Nathans Reise. Kugarasumaru. So richtig voran kommen wir gerade nicht. Das, was uns voranbringt momentan, läuft echt eher so ein bisschen im Hintergrund ab. Nämlich durch die ganzen Demontage und auch durch die Produktion. So, Moment, hier verkauft einer seinen Buster. Übermittle jetzt die Schiffssteuerung transferiert. Hermit, ich brauche doch neue. Rekruten. Moment, Buster Aufklärer. Andockerlaubnis erteilt. So, fliegt auseinander. Ein neuer Rekrut. Ne, eine Rekrutin ist es ja. Außer natürlich. Frachtraum enthält nun Passagier. Du zahlst gut. 14.000, nein, ein neuer Rekrut. So, unseren Ottoladen lassen wir aber andocken. Ne, geh mal hier Polarstern, dock dich mal hier an dem Sonnenkraftwerk an. Andockerlaubnis erteilt. So, und wir fragen mal hier nach. Siliziummine M Alpha. Ich muss einen Cut machen, sehe ich gerade. Okay, wir fragen noch kurz nach. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es sicher? Dies könnte sich als schwer erweisen. Halten Sie. So, eine Agentenmission verteidigen gegen die Piraten. Das wollen wir doch beim nächsten Mal gleich starten. Deswegen speichern wir an der Stelle ab. Ich mache einen Cut, sage danke fürs Zusehen und die nächste Folge startet dann gleich mit dem Kampf. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.